Hallo, da bin ich wieder. Jetzt mit der Botschaft für die Woche vom 22. bis zum 28. August 2011. Und ja, heute habe ich was ganz Besonderes mit. Und zwar, ich hatte gerade ein Gespräch mit jemandem einem ganz lieben Menschen über die Galaktische Föderation. Und plötzlich stellte sich bei mir Echnaton ein. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung über ihn, außer dass er mal ein ägyptischer Pharao war. Aber ich habe diese Energie sehr stark hier in Verbindung auch mit Ashtar. Also wir haben zuerst mit Ashtar gesprochen und dann kam ganz ja, stark eben auf einmal Echnaton um die Ecke sozusagen und hat sich bei mir gemeldet. Und ich möchte jetzt mal wirklich ja, dieses für mich auch irgendwo Experiment zulassen und schauen, was er uns zu sagen hat, ob er uns was sagen möchte überhaupt. Ich habe eben diese Energie von ihm sehr stark hier. Es ist so eine sehr kräftige Energie. Es fühlt sich auch doch sehr irdisch an gegenüber den Erzengeln zum Beispiel. Und auch sehr diese männliche Energie ist da. Manche Männer fühlen sich ja nicht so männlich an aus der geistigen Welt, obwohl da gibt es natürlich eigentlich keine Geschlechter in dem Sinn, aber sie zeigen sich halt uns in den Energien und da habe ich eben den Echnaton sehr stark in der männlichen Energie da und ich werde jetzt mal schauen, ich werde jetzt mal sozusagen den Kanal öffnen für ihn und ich rufe ihn jetzt auch und ich bitte ihn, ja, dass er uns was sagt, ob er zu uns sprechen möchte, was er uns sagen möchte. Also er sagt, er spricht aus dem Reich der Galaktischen Föderation zu uns. Er freut sich, dass er sich jetzt hier mitteilen darf. Es wurde schon sehr viel über ihn geschrieben. Es gibt viele Geschichten, viele Mythen über ihn, zu Lebzeiten auch, als er ein Herrscher war. Diese Energie hat er vollständig abgelegt. Er ist jetzt da, um uns zu begleiten, um uns auf unserem Weg zu begleiten. Auch bei ihm. Wer immer ihn braucht, wer immer eine starke Hand sozusagen an der Seite braucht, darf ihn rufen, darf ihn zu sich rufen. Es ist etwas ganz Spezielles, etwas ganz Besonderes, diese Energie von ihm. Das spüre auch jetzt ich so. Und eine ganz, ja, wie soll ich jetzt sagen? Es geht da ganz stark in die Richtung, wohin man möchte. Also wenn man Echnaton an die Seite ruft, dann schubst er dich sozusagen auch in die Richtung, wohin du möchtest. Also er sagt, es ist wichtig, vorher zu wissen, was man will, was man manifestieren möchte. Und dann kann er helfen. Helfen und dich auf den Weg bringen. Aber eben vorher im Kopf das Ziel setzen. Dann kann der klare Weg gegangen werden. Dann braucht ihr auch keine Angst haben, dass sich euch irgendwas in den Weg stellt. Dann könnt ihr den Weg sozusagen ablaufen, ohne Blockaden, ohne Hindernisse. Und Echnaton weiß, wie schwierig es im Moment für uns Seelen hier auf der Erde ist. Er kennt ja diese Energie. Er weiß, was es bedeutet, ja, wenn man Schwierigkeiten sozusagen überwinden muss. Und gerade da will er uns helfen mit seiner Energie. Und er kommt eben von der Galaktischen Föderation. Er arbeitet auch mit Ashtar zusammen. Die zeigen sich mir eigentlich jetzt beide. Und sie sagen auch, es wird bald einen Kontakt geben, bald für unsere Zeit gesprochen, aber es ist wirklich schon sehr nahe. Und sie sind auch wirklich, so wie es auch, ihr habt es schon in vielen anderen Botschaften gelesen und wir wollen es hier nochmal bestätigen, wir sind in Kontakt mit menschlichen Wesen schon sehr, sehr lange.
Also all das, was vor 10, 20, 30 Jahren eurer Zeitrechnung als Spinnereien abgetan wurde, dass Menschen sozusagen wirklich ja Kontakt hatten und haben, das waren keine Spinnereien, sondern das waren wirklich Kontakte zu der Galaktischen Föderation, zu dem, was ihr als UFOs, als Außerirdische bezeichnet. Wir wollen euch hiermit nochmal bestätigen, dass all das, was ja geschrieben wurde, was ihr gehört habt, auch richtig ist, dass diese Kommunikation mit euch schon immer bestanden hat und jetzt auch natürlich noch immer weiterhin besteht. Und wir wollen euch dazu anregen, Kontakt mit uns aufzunehmen. Viele Menschen, ja, können mittlerweile mit Engeln kommunizieren. Das ist auch wunderschön. Und auch die Engel sind ja Mitglied der Galaktischen Föderation. Aber ihr könnt auch uns, die anderen Wesen, rufen, die Wesen von anderen Sternen, von anderen Planeten. Wenn ihr euch irgendwo hingezogen fühlt, kommt euch nicht komisch vor, sagen die beiden, sondern nehmt einfach Kontakt auf, ruft uns und wir sind da. Es ist ja nicht umsonst, dass ihr diese Hingezogenheit habt, dieses Gefühl, euch zieht zu einem bestimmten Stern, zu einer bestimmten Galaxie, zu diesen Wesen. Das kommt ja nicht umsonst. Ihr seid von dort, wo ihr euch hingezogen fühlt. Eure Seele entstammt von dort und dort ist eure Familie, eure galaktische Familie. Und mit der sollt ihr jetzt auch Kontakt aufnehmen. Vielleicht sehen dieses Video und diese Botschaft Menschen, die davon noch gar keine Ahnung haben, aber die Seelen werden sich angesprochen fühlen. Sie werden sich nicht denken, was ist das für ein Unsinn, sondern sie werden sich angesprochen fühlen. Wir wollen euch jetzt durch dieses Medium dieses Gefühl geben, diese Energie, die durch uns durchgeht und durch dieses Medium durchgeht, damit ihr wieder euer Zuhause findet. Das ist jetzt wirklich unsere Botschaft auch für euch für diese Woche. Sucht und findet euer Zuhause. Wo kommt ihr her? Und am besten ist es, sagen die beiden, ihr findet es von selbst. Das heißt, nehmt nicht andere Medien in Anspruch. Ist unsere Empfehlung, ihr könnt es natürlich, aber es ist am besten, wenn ihr das selbst findet. Verbindet euch, ruft eure Familien, wo ihr herkommt, und sie werden euch dann auch unterstützen. Und auch Echnaton möchte euch unterstützen auf eurem Weg. Auf eurem Weg, Blockaden zu lösen, aber auch auf dem Weg, eure Familien wiederzufinden. Eure Lichtfamilien, eure Sternenfamilien, wo immer eure Seele herkommt, auch nach Atlantis kann Echnaton Verbindung herstellen, soll ich euch sagen. Es kommt jetzt gerade ganz viel Licht rein von beiden, von Ashtar und Echnaton. Das Licht, so wie ein Funken aus der Entfernung, wird immer größer, immer stärker. Und das ist für mich auch das Symbol, eure Familien, eure galaktischen Familien, eure Lichtfamilien, blinken euch sozusagen auch schon zu. Sie funken euch, sie morsen euch zu und wollen euch sagen, hier sind wir. Stellt mit uns Verbindung her. Ja, das ist eine ganz, ganz wunderschöne Botschaft. Zumindest für mich, ich hoffe auch für euch. Und ja, ich denke, wir dürfen bald auch unsere galaktischen Familien, unsere Seelenfamilien in die Arme nehmen, da wo wir hingehören. Ich weiß, viele Menschen sind im Moment auch auf der Suche schon nach Kontakt zu ihren richtigen Familien. Und das ist natürlich jetzt ein wunderschönes Thema, das hier angesprochen wird. Und ja, also Echnaton möchte euch dabei unterstützen. Ihr könnt diese Energie für euch rufen, zu euch an die Seite rufen, zu diesem Thema. Ich schaue, ob noch was kommt. Echnaton grüßt euch.
Er dankt euch auch für diese wundervolle Arbeit hier auf der Erde, in dieser menschlichen Inkarnation. Und ihr sollt wissen, dass das wichtig ist für alle Mitglieder der Galaktischen Föderation. Diese Arbeit, die ihr hier leistet, das soll einmal gesagt werden, sagt er. Seid euch dessen bewusst, ihr macht alle eine wunderbare Arbeit. Das möchte ich euch noch mitgeben auf dem Weg. Puh, das war jetzt wirklich aufregend und spannend und ich hoffe, es ist auch so schön bei euch angekommen. Diese Energie, die ich jetzt gerade hier habe, ist ja eigentlich immer schön, auch mit den Engeln. Aber jetzt mal was ganz was Neues und ich hoffe, ich bleibe auch mit Echnaton in Verbindung. Ich denke, der kann uns da auch weiterhelfen in unserer Entwicklung, ja, Richtung 5D sozusagen. Ich kriege auch immer ganz stark jetzt dieses Atlantis-Thema rein. Mal schauen, vielleicht kommt da noch was durch. Ich werde aber dann noch ein extra Video machen, wenn noch Bedarf besteht, sozusagen Sprechbedarf von der geistigen Welt. Gut, dann verabschiede ich mich. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und ich wünsche euch eine ganz wunderschöne und wunderbare Woche. Tschüss!